Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Colony und heute werden wir die 6 Treibstofftanks, die wir oben auf der MS Colony haben, einmal runterholen, indem wir hier diese kleinen Module anbauen. Wir haben quasi 3 von denen und die sind jeweils wieder unterteilt in 2 kleinere. Ihr seht hier die Unlock-Luken, dieses obere Teil hier. Das kommt zwischen 2 Module und das hier unten mit dem Hitzeschild unten, das kommt ganz nach unten ans unterste Modul. Wir haben dann quasi 3, ja, man könnte sagen kleine Raketen, die sich dann selber aus dem Erdorbit herauslösen, wieder zurück auf der Erde landen mit Fallschirm und dann Landebein. Und ja, das ist der Plan für heute. Wir werden also die 6 Treibstofftanks entfernen und wieder sicher auf der Erde landen. Also, los geht's. Thank you.
Und da haben wir es geschafft. Ich würde gerne aus der Karte rausgehen. Da haben wir es. Die Treibstofftanks sind weg. Und wir müssen jetzt hier natürlich auch noch eine Menge auffüllen, denn die Treibstofftanks sind nicht ganz voll. Aber das kommt noch alles in einer zukünftigen Episode, wenn wir wieder weitere Treibstofftanks anbauen. Jetzt aber erstmal nicht. Ja, das ist das Ende der Folge. Wir haben hier die jeweils drei Doppeltanks alle gelandet. Und da haben wir es. Ja, wir haben hier einen großen, kleinen Tank. Wir haben dieses kleine Segment mit den Fallschirmen dazwischen. Hitzeschild mit Landebeinen unten. Und das haben wir dreimal. Wo ist das andere? Von der Karte sieht es so aus, als wäre es ganz in der Nähe, aber hier kann man das, glaube ich, gar nicht sehen. Also, ja, ein bisschen Pech gehabt. Gehen wir rüber. Also, das ist ganz weit weg. Da haben wir es auch diesmal mit zwei kleinen Treibstofftanks. Und dann nochmal mit einem großen und mit einem kleinen. Also es war erfolgreich. Die Rakete, weiß ich jetzt nicht mehr, ist eine Menge. Muss ich langsam wieder entfernen alle. Nehmen wir mal die da, keine Ahnung. Ja, das könnte die tatsächlich sogar sein. Die hat sogar noch eine gewisse Hitze an den Hitzeschilden. Also ich glaube, das war die. Und die spinnt hier ein bisschen rum. Na gut, egal. Stellen wir es so hin. Dann sollte es auch klappen. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.